Herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Es gibt heute ein weiteres Interview mit unserer lieben Miriam Reichel. In Teil 2 haben wir ein Einzelinterview geführt und in Teil 3 gab es ein gemeinsames Interview mit Kai Stuth. Und deswegen werden wir auch heute nicht so genau nochmal auf ihre Heilungsgeschichte eingehen. Es ist aber sehr empfehlenswert, würde ich sagen, deine Geschichte, also sich mit deiner Geschichte genauer zu befassen. Du hast auch ein tolles Buch dazu geschrieben, Krebsleben, die Kombination der Möglichkeiten. Mhm. Also das erste Buch der Reihe Krebsleben gewesen. Und mittlerweile sind schon 2 weitere Bücher gefolgt. Das Nummer 2, der mentale Einfluss auf unsere Heilung, das habe ich mir durchgelesen und darum wird es heute gehen in diesem Interview. Wir springen so ein bisschen durch die Kapitel. Ich habe mir aus 6 Kapiteln hauptsächlich was ein bisschen rausgeschrieben, worauf wir eingehen werden. Und ja, erstmal vielen Dank, dass du noch... Ja, vielen Dank für deine Zeit. Ja, danke auch. Und danke für die Einladung. Du hattest Morbus Hodgkin im Endstadium mit einer 8-Wochen-Prognose, bist seit 17 Jahren jetzt krebsfrei und hast einen sehr erstaunlichen Weg hinter dir, einen sehr selbstbestimmten Weg. Du hast dich wahnsinnig mit verschiedenen Heilungsmethoden, mit verschiedenen Faktoren, die die Heilung beeinflussen können, auseinandergesetzt und gibst jetzt dein Fachwissen auch weiter. Und in diesem Buch, der mentale Einfluss auf unsere Heilung, da gehst du auch sehr viel ein auf Stress. Das finde ich ganz, ganz interessant. Da wird es auch schwerpunktmäßig heute bei unserem Interview drum gehen. Aber zuerst würde ich gerne über den Einfluss unserer Überzeugungen mit dir sprechen. Das ist auch ein Thema, was mich wirklich nochmal so richtig zum Nachdenken gebracht hat, wo ich das gelesen habe in deinem Buch. Und da hast du auch tolle Beispiele gebracht, wie wirklich unsere Überzeugung auf unseren Körper, auf unseren physischen Körper wirken kann. Und wir können, du hast hier ein Kapitel mit der Überschrift, unser Glaube versetzt Berge und unser Glaube kann eben die Berge zu unseren Gunsten versetzen oder eben auch zu unseren Ungunsten, je nachdem, was wir für Überzeugungen haben. Mhm. Und wir dürfen unsere Überzeugungen auch ändern. Und dazu gibt es eine interessante Studie. Du hast geschrieben, Menschen, die in einem Umfeld eine Vollremission erlebt haben, also die in ihrem Umfeld schon jemanden erlebt haben, der eine Vollremission hatte, die haben eine Heilungschance, die 64%, glaube ich, höher ist als Leute, die eben keine solche Erfahrung gemacht haben. Ja, das ist so ähnlich wie heute die Geschichte von den schwimmenden Ratten, falls du dich daran erinnerst, ja. Von Jens Wurster. Diejenigen, die schon mal rausgekommen sind, die können als erstes 8 Stunden schwimmen und wenn man ihnen dann eine Leiter aus dem Becken hängt und sie rauskrabbeln können und man sie wieder in irgendein Becken wirft, dann schaffen sie es 2 Tage, einfach nur, weil sie die Idee haben der Rettung. Und das ist, glaube ich, also ganz, ganz elementar. Ja. Dass man diese Überzeugung hat, dass es klappen könnte und dass man nicht in seinen Heilungsweg reingeht mit der großen Überzeugung, Krebs ist unheilbar. Die Überzeugung hat man ja oftmals, also die ist ja in der Gesellschaft sehr, sehr stark verankert, ja. 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 Um diese Überzeugung vielleicht ein bisschen zu lockern, können wir ein paar Beispiele bringen. Du hast so ein schönes Beispiel in deinem Buch beschrieben von der Geschichte mit dem Chamäleon. Ich glaube, da klingelt es schon, oder? Nee, da klingelt es gerade gar nicht. Klingelt es noch nicht. Nein. Ein Patient von einem Arzt. Ach, das stimmt, ja. Ja. Magst du es erzählen? Nee, erzähl du ruhig. Ich habe schon so viel geredet. Das war der Verzauberte, der bei genau. Dem man, genau, der Patient ist davon ausgegangen, dass er von einem bösen Menschen verzaubert wurde. Derjenige hat ihm das auch gesagt und dass er sich eben übergeben muss, bis er daran stirbt, weil man ihm praktisch etwas eingeflößt hat oder eingesetzt hat in seinen Körper. Und dann ist er eben in der Klinik oder ein Arzt nimmt sich ihm an und hört das, also an was er jetzt glaubt. Und überlegt dann, was er mit dem Mann machen kann, weil der sich die ganze Zeit übergibt und es gibt eigentlich keinen Grund. Und dann findet er auf dem Weg, also als er am nächsten Tag in die Klinik geht, findet er ein totes Chamäleon und legt das in den Eimer. Also der hat immer so einen Eimer da, in den er sich übergibt und dann legt er das in diesen Eimer und sagt, schau, da ist es. Also du hast praktisch dieses Tier losgeworden, es ist alles gut. Und daraufhin wird er wieder gesund. Das ist auch eine faszinierende Geschichte, oder? Die so richtig
beweist eigentlich, was für einen Einfluss das hat, wenn du so fest davon überzeugt bist, dass zum Beispiel dieser Voodoo-Zauber, glaube ich, mit dem war er belegt anscheinend, und dass du einfach mit einer Überzeugung, die dir ein anderer Mensch gibt, davon loskommst. Und dann ist natürlich auch die Frage, wie können wir ohne äußeren Einfluss von uns selbst aus unsere Überzeugungen ändern. Wenn man so sagt, ja, du musst jetzt positiv denken, aber wie kommt man dann dazu? Also ich glaube, dieses Positivdenken ist ganz schwierig, weil viele Menschen, die legen über alles drüber einfach so was Positives. Also es gibt ja viele Ideen, zum Beispiel, dass man morgens einfach aufwacht und egal was ist, man setzt irgendwie ein Lächeln auf und sagt, oh, der Tag ist toll. Und das sind auch oft die Menschen, also die gibt es auch oft unter so Mentaltrainern oder auch unter verschiedenen Persönlichkeiten, wo man den Eindruck hat, irgendwas ist so ein bisschen falsch, weil die immer strahlen und immer dieses Gefühl vermitteln, heute ist ein großartiger Tag, aber es wirkt nie echt. Und ich glaube, wenn man also immer über seine Ängste oder über alles einfach so einen Sonnenschein drüber macht, dann ist es zwar ein guter Anfang und kann, natürlich hilft es mehr, natürlich hilft es, wenn man lächelt. Da gibt's ja auch verschiedene Studien und Theorien, dass sich alles verändert, wenn man lächelt. Und schon die Birkenbiel hat immer gesagt, wenn man sich wahnsinnig über irgendjemanden aufregt, dann soll man sich mal schnell in der Toilette verstecken und mindestens mal eine halbe Minute einfach grinsen oder versuchen zu lachen. Und wenn man sich die Mundwinkel nach oben klemmen muss, weil sich dann die ganze Energie verändert. Und das stimmt alles, aber ich glaube, dass wir bei so einer Krebserkrankung, dass wir da schon ein bisschen tiefer gehen müssen. Also dass wir da nicht nur dieses Deckmäntelchen, das ich denke, positiv drüberlegen und in echt fühlen wir uns ganz schlecht. Also ich habe das zum Beispiel so gemacht, dass ich nur Happy End Geschichten mir angeschaut habe. Also ich habe nie gegoogelt, was ich für eine Lebenserwartung habe oder so, sondern ich habe mich immer auf positive Geschichten fokussiert und ich habe mir auch andere Kulturen oder andere Heilarten oder Heilkünste gesucht, wo das eben möglich war, und auf die habe ich mich dann einfach fokussiert, also einfach geguckt, wo ist eine Heilung möglich? Wer hat sich geheilt, anstatt sich immer auf das zu fokussieren, was wir normalerweise so lesen? Also, oder auch bezüglich Chemotherapien, glaube ich, ist es zum Beispiel auch schlecht, wenn man eine Chemotherapie macht und wenn man dann genau googelt, wie hoch ist diese Wahrscheinlichkeit, weil man dann wird es echt schwierig, auch da guten Mutes reinzugehen, sondern man muss dann auch sagen, das mag für viele gelten, aber für mich gilt es nicht, und das muss man wirklich auch fühlen. Und ich glaube, dafür ist es auch notwendig, dass man seine Ängste spürt. Also dass man jetzt nicht einfach immer nur sagt, ich habe keine Angst, ich habe keine Angst vorm Tod und ich bin ein ganz positiver Mensch, sondern dass man auch diese Ängste zulässt, wenn sie dann da sind, und man nicht nur einfach schauspielert. Also ich habe zum Beispiel mal, die Geschichte ist, glaube ich, auch in irgendeinem meiner Bücher, ich habe eine Freundin getroffen, die auch schwerst erkrankt war, und die habe ich in einem Café getroffen in München, wo eben auch viel los war, und sie hat mir weinend ihre Geschichte erzählt, und dann hat sie von hinten jemand gerufen und dann hat sie so ganz schnell einmal so und dreht sich um und hat strahlend irgendwie gesagt, hallo, und jeder hätte ihr das abgenommen, ja. Und das war in diesem Gespräch dreimal der Fall. Also da kamen immer verschiedene Menschen, die sie irgendwie kannten, und immer hat sie sich umgedreht und hat wieder gestrahlt. Und in dem Moment habe ich mich wirklich gefragt, wer von beiden ist jetzt echt? Also sitze ich derjenigen gegenüber, die tatsächlich weint, oder sitze ich derjenigen gegenüber, die tatsächlich gerade strahlt? Und ich glaube, da muss man dann auch so ein bisschen zu sich stehen und einfach mal das zulassen und tatsächlich erleben, um es dann auch loszulassen und nicht immer in irgendeine Ecke tun. Also ich meine, das wissen wir ja alle, wenn wir irgendwas vor was Bedenken haben. Also ich meine, der Zahnarztbesuch wird nicht besser, wenn man jahrelang nicht hingeht. Oder also da gibt es ja ganz viele so Beispiele, wo wir einfach denken, ach ja, jetzt lassen wir das mal und ich tue so, als wäre alles gut, aber deshalb ist es eben noch nicht gut. Also wirklich mal hingucken und sich auseinandersetzen.
Du hast auch Kapitel geschrieben über das Annehmen und Loslassen, aber da kommen wir später noch zu. In deinem Buch hast du auch geschrieben, dass der Geist als Schöpfer unserer Gesundheit uns dienen kann. Und was hast du alles gemacht, um deinen Geist dazu zu nutzen, dir behilflich zu sein bei der Heilung? Also ich hab versucht, wenn diese ganzen Angstgefühle kamen oder wenn auch negative Gefühle kamen, dass ich immer aktiv werde. Also dass ich einen Plan habe und schlussendlich habe ich oder kann man das, wie ich es gemacht habe, auch vergleichen mit einer Sportvorbereitung. Also damit vergleiche ich es zumindest immer ganz gerne. Also ich bin ja Dressurreiter und wenn man sich jetzt da auf so einen Dressurtest vorbereitet, dann ist es erstens mal wichtig, dass man das immer in der Echtzeit sich vorstellt, also wie tatsächlich eine Sache nach der anderen abläuft, also nicht nur eine Sekunde hinsetzen und sagen, oh toll, alles ist gut, ich kriege einen Preis, sondern tatsächlich alles. Und da, also würde weder der Trainer auf die Idee kommen, noch derjenige, der jetzt meinetwegen Olympia gewinnen will. Und wenn man jetzt den Arzt zum Beispiel als Trainer sieht und den Patienten als den Olympioniken, ein Trainer würde nie sagen, du wirst von 82. Und jetzt fahren wir mal los. Und das ist das, was in der Onkologie schon manchmal passiert. Dass man eigentlich den Menschen so von vornherein das Gefühl gibt, das wird eh nichts. Und das Zweite ist, dass man sich auch, wenn man sich jetzt auf so einen Test, also auf so ein Dressurturnier zum Beispiel vorbereitet, dass man eigentlich ja nicht seinen Misserfolg sehen sollte. Also man stellt sich nicht vor, man reitet ein und dann wird man vom Pferd gebuckelt und das Pferd, was weiß ich, springt aus dem Viereck und rennt weg und man selbst muss hinterher rennen und Olympia ist vorbei. So stellt man sich es ja nicht vor. Oder man ist Tennisspieler und es fällt einem dauernd der Tennisschläger aus der Hand. Und bei Krebs oder bei einer Erkrankung machen wir das aber schon oft, dass wir immer wieder dieses Negative haben und uns dann so denken, aber was ist wenn? Und ich meine, zum einen wissen wir es natürlich nicht, also macht es auch nicht unbedingt immer Sinn, über diese ganzen was ist wenns nachzudenken. Und zum anderen sollte man sich einfach darauf fokussieren, dass man in so einem Moment sich es so vorstellt, wie man es gerne hätte. Also tatsächlich so vorstellt, wie man sich auch seinen Olympia-Ablauf vorstellen würde. Und sich das auch ganz genau vorstellen sollte. Und was ich da auch finde, was unheimlich wichtig ist, dass man Ziele hat, Wünsche hat, dass man eine Passion hat. Also dass man sich auch mal überlegt, also Lothar Herrneise sagt immer so schön oder stellt immer so schön die Frage, was hat der liebe Gott davon, dass du überlebst? Und das ist natürlich sehr provokant, aber es trifft den Kern. Also einfach, dass man ein Ziel hat oder eine Idee, was einem Freude macht, was man gerne verwirklichen möchte und dem auch entgegenstrebt und daran arbeitet. Also ich habe ja mit meinen Büchern zum Beispiel angefangen während meiner Therapie. Und ich glaube, es ist auch wichtig, dass man sich gönnt, nach vorwärts zu denken. Also auch wenn man so eine Prognose hat, dass man sich das einfach gönnt, weiterzudenken und jetzt nicht einfach alles immer als ein Ende zu sehen. Es ist natürlich wichtig, dass man sich auch das Ende, wenn so eine Prognose da ist, dass man sich es anschaut und dass man sozusagen dem Geist begegnet. Aber sich geistig mehr in der Möglichkeit aufhalten, dass die Heilung passiert. Dass die Heilung passiert, ja. Und sich auch immer klar machen, dass diese Möglichkeit besteht. Und wenn man dann eben runtergezogen wird, dass man sich daran erinnert. Und in dem Moment, finde ich, hilft es eben immer, wenn man dann aktiv werden kann. Also manche Menschen sagen ja zum Beispiel, also auch oft Onkologen sagen gerne, ach, was wollen Sie jetzt noch eine Diät machen? Essen Sie, was Ihnen schmeckt und das ist ja Quatsch und jetzt geht es Ihnen eh gerade schlecht, warum sollen Sie noch? Ja. Ich finde aber, wenn man in dieser Angst steckt und man verfolgt seine Diät zum Beispiel,
dann fühlt man sich ja auch wieder stärker. Also man hat ja den Eindruck, man tut was und man kann auch stolz auf sich sein, ja. Und wenn man sich jetzt ein Eis gönnt, dann ist man meistens nicht stolz auf sich, sondern dann ist es natürlich in dem Moment, in den 5 Minuten oder 10, in denen ich das Eis esse, ist es natürlich toll, aber die meisten Menschen kommen dann eben abends heim und fühlen sich dabei nicht sonderlich wohl. Und ich glaube, da ist es einfach wichtig, dass man was für sich tut, von dem man glaubt, dass es einem helfen kann und dass man dadurch auch wieder aus dieser Angst rauskommt, weil man aktiv was tun kann. Und ich habe dann immer halt auch gerne visualisiert oder ich habe mir was Gesundes oder habe mir meine, was weiß ich, Papaya geschnitten. Also einfach immer eine Aktion oder spazieren gehen. Und wenn man nicht mehr spazieren gehen kann, dann wenigstens in der Wohnung im Kreis laufen oder auf und ab gehen. Einfach aktiv werden und raus aus diesem passiven Opfer sein. Mhm. Du sagst auch, dass es einen sehr starken Einfluss hat, wenn man sein Leben aufräumt. Was meinst du genau mit Leben aufräumen? Also ich denke immer, dass sich der Mensch, also sein Inneres zeigt sich auch gerne im Äußeren. Also Menschen, die innerlich sehr strubbelig sind, die haben auch außen oft strubbelige Beziehungen oder haben eine große Unordnung. Ich glaube, das merken wir alle, wenn wir im Stress sind, wenn irgendwie wir sehr traurig sind, wenn sich Jugendliche gerade von ihrer Freundin getrennt haben, dann räumen die garantiert nicht das Zimmer auf. Und dann sehen wir dieses Chaos, also das im Kopf auch ist, das ist dann überall. Und ich glaube, das Aufräumen ist auch eine gute Möglichkeit, einfach mal anzufangen mit etwas. Und bei den Beziehungen, die einen immer wieder runterholen, da muss man halt auch darauf aufpassen, dass man in einer einigermaßen positiven Frequenz bleibt und nicht immer dann auch in den alten Geschichten oder in diesen negativen Beziehungen. Das zieht einen halt runter und alles. Und es ist ja ein Stress, also es ist ja ein psychischer und physischer Stress. Und im Stress können wir nicht heilen und deshalb ist es einfach unheimlich wichtig, das zu befrieden. Und das heißt jetzt nicht, dass man mit jedem, ich sage jetzt mal, die ganze Vergangenheit besprechen muss, um dann da einen Schlussstrich zu ziehen. Das kann ja auch sehr schnell gehen. Also wenn man auch das Gefühl hat, man kann jetzt nicht mehr da alle Kleinigkeiten mit seinen Eltern lösen, aber man kann doch den Eltern verzeihen und man kann sich auch mal eine Stunde hinsetzen und kann sagen, jetzt ist es mal Zeit, dass wir die Dinge hinter uns lassen und dass wir damit aufhören, weil diese Energie einfach dann so gebunden ist. Also wenn wir immer nur im Streit sind, dann haben wir keine Energie für uns selbst und für die Heilung und die brauchen wir ja. Also wir brauchen ja viel Kraft für Heilung. Mhm. Und deshalb denke ich, ist es einfach wichtig, diese Stressfaktoren zu eliminieren. Mhm. Oftmals wissen wir ja auch gar nicht, was uns jetzt negativ beeinflusst. Man ist irgendwie so in seinem Lebensalltag gefangen und macht sich das gar nicht bewusst, wie das eigentlich auf einen wirkt. Und zum Beispiel, wenn man in einem Job ist, der einen nicht gut tut oder so, ist es vielleicht wichtig, erstmal sich das bewusst zu machen. Und dann schreibst du auch, dann kann man entweder den Umgang damit ändern oder aber die Situation verlassen. Genau, also oft muss man eigentlich nur auf seine Sprache achten. Also viele Menschen sagen ja schon, mein Partner bringt mich nochmal um. Und das ist halt, also wenn man das weiß, zum Beispiel, dass man jetzt nicht in einer guten Partnerschaft ist, dann denke ich, bei so einer Krankheit, dann kann man natürlich denken, oh Gott, jetzt bin ich schon krank, soll ich jetzt auch noch das verändern? Das ist mir alles zu viel. Aber andererseits muss man auch bedenken, es könnte ja auch der Auslöser sein. Und was bringt es mir, wenn ich alle möglichen Infusionstherapien mache, wenn ich gesund esse, wenn ich basisch esse, wenn ich alle onkologischen Therapien in Anspruch nehme, aber die Wurzel des Übels, die ist einfach noch da, weil ich jeden Tag mit dem gleichen Partner in der gleichen Wohnung bin und eigentlich schon nervös werde, wenn ich ihn nur sehe oder also uns dann alles triggert. Hm.
Und das ist, da müssen wir halt ehrlich hinschauen und müssen uns auch überlegen, was ist da wichtiger? Also ein Ende mit Schrecken oder ein Schrecken ohne Ende? Also manchmal muss man dann halt auch sagen, okay, jetzt ist es auch Zeit, Dinge zu verlassen oder Menschen zu verlassen, Berufe zu verlassen. Und ich glaube, da ist es auch manchmal wichtig, dass man sich von außen Hilfe holt, weil das oft, oder zum Beispiel, das fällt uns oft in den Krebsgruppen auf, dass es von außen eigentlich oft sehr einfach ist, dass die Leute das immer wieder aussprechen oder umschreiben, aber ihnen ist es gar nicht bewusst. Und manchmal, wenn man dann ein bisschen nachfragt, dann wird ihnen das bewusst und dann sagen sie auch immer, naja, es ist ja eigentlich ganz klar. Aber am Anfang, man steht sich da oft so im Weg und deshalb, glaube ich, ist es dann auch wichtig, dass man sich irgendwie Gesprächspartner sucht oder dass man versucht, das herauszufinden und das dann auch tatsächlich einfach befriedet in irgendeiner Form. Mhm. Ja, wir sind ja eigentlich schon beim Thema Stress angekommen. In dem Kapitel Stress hast du zu Anfang geschrieben, es gibt drei verschiedene Arten von Stress. Vielleicht magst du ganz kurz auf diese einzelnen Arten eingehen. Ja, es gibt praktisch den chemischen Stress, den physischen Stress und den psychischen Stress. Beim chemischen Stress wären es jetzt einfach zum Beispiel Umweltgifte, die den Körper immer wieder belasten, die ihn immer wieder stressen oder bestimmte Viren, die wir haben und die unser Immunsystem immer wieder herunterfahren. Also wir wissen, oder auch Bakterien, wir wissen, dass viele Magenkrebskranke, die haben Helicobacter pylori und müssen immer dagegen angehen oder leben in einem Umfeld, das sehr vergiftet ist oder in den Zähnen. Also da gibt es ja ganz, ganz verschiedene Sachen und das ist eben dieser chemische Stress, der immer auf den Körper einwirkt und wo der Körper immer wieder dagegen angehen muss und das Immunsystem auch immer beschäftigt ist und sich somit auch nicht mit dem Krebs beschäftigen kann, weil es eben immer gebunden ist, eben in der immer gleichen Situation. Und da ist es einfach wichtig, dass wir mal schauen, welche Gifte sind da, was belastet uns immer. Also ich sage jetzt mal, jemand, der in einer Asbestmine arbeitet, dem können wir so viel psychisch Gutes tun, und auch physisch Gutes, aber wenn er jedes Mal dem Asbest wieder ausgesetzt ist und er hat eine Asbestose, dann werden wir da nicht großartig weiterkommen. Und das haben wir ja alle irgendwie auch im Kleinen in unserem Leben. Also das ist jetzt natürlich ein großes Beispiel, aber im Kleinen haben wir ja oft Giftstoffe, die wir vielleicht immer wieder verwenden, also Brustkrebsfrauen, die mit Aluminium oder Parfums. Also ich meine, da gibt es ja unheimlich viel, was man eigentlich bedenken muss an Giftstoffen. Und dann haben wir natürlich auch oft einen physischen Stress, dass wir also entweder uns einfach übernehmen, dass wir nicht auf unseren Körper achten, dass wir nach 8 Stunden nicht mehr arbeiten können, weil wir ausgelaugt sind und dann denken wir, irgendwie klappen schon die 16 Stunden und wenn ich noch 10 Zigaretten rauche und 15 Tassen Kaffee trinke, dann bin ich wieder auf der Höhe. Manche Menschen unterstützen das auch dann mit verschiedenen Tabletten, was natürlich auch einfach den Körper wahnsinnig anstrengt. Und die dritte Art ist dann einfach der psychische Stress. Also angenommen, wir haben einen wunderbaren Job, haben aber dauernd Angst, dass wir gefeuert werden. Also dann kann der Job so toll sein, das kann alles bestens sein, wenn über dem Ganzen diese Idee steht, morgen werde ich entlassen, weil ich nicht gut genug bin oder weil die Wirtschaftskrise kommt oder weil jemand anders meinen Job einnimmt, dann haben wir da auch einen unheimlichen Stress. Und das sind so diese Dinge, die wir einfach aus unserem Leben nehmen müssen und auch ehrlich betrachten müssen. Ich habe mal von einer Patientin zum Beispiel gehört, die war so überanstrengt von ihrer Arbeit, dass sie eines Tages weinend zusammengebrochen ist und zu ihrem Mann gesagt hat, wäre ich doch jetzt einfach mal ein bisschen krank und könnte mich ausruhen. Und natürlich ist es dann furchtbar, wenn man dann ein halbes Jahr oder ein Jahr später Krebs hat, weil man sich denkt, oh Gott, wollte ich das? Aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch dahin schaut, ob man zum Beispiel auch die Krankheit benutzt, um aus irgendwas rauszukommen. Und oft sind es dann eben auch Stressfaktoren, aus denen wir herauskommen wollen. Und das machen wir
natürlich nicht bewusst, aber eben unbewusst. Und manchmal fällt es dann vielen Menschen Jahre später ein oder auch wie in deinem Interview Annette Jasper gesagt hat, dass sie einfach zu viel Verantwortung für die Patienten übernommen hat und auch deren Heilungsgeschichte und sie das dann gestresst hat. Also der Job oder die Arbeit an sich war wunderbar, aber sie hat zu viel Verantwortung übernommen und kam da eben nicht aus diesem Stress heraus und hat da eben lange nicht hingeguckt, bis dann irgendwann die Krankheit gesagt hat, nach dem ersten, zweiten, dritten, vierten Warnlicht, jetzt guck mal bitte ganz genau hin. Man kann ja generell sagen, auf die Gesellschaft übertragen, haben wir extrem viele Stressfaktoren und das steigert sich ja immer mehr. Damals war es so, da stand dir vielleicht ein Säbelzahntiger gegenüber, dann hattest du kurz Stress. Und dann hast du aber auch diesen Stress gleich abgebaut, indem du zum Beispiel gelaufen bist oder so. Da gab es halt Stressfaktoren, aber da gab es auch die Reaktion und das Ablaufen der ganzen, alles was dann ausgeschüttet wird an Adrenalin und so weiter, konnte man einfach weglaufen. Ja, und dann war es vorbei. Und dann saß man wieder da. Und dann sind einem im Leben, ich weiß nicht, zwei Säbelzahntiger über den Weg gelaufen, wenn überhaupt. Also, und heute haben wir natürlich den kleinen Säbelzahntiger überall. Den haben wir überall und wir haben weniger Möglichkeiten oder wir nutzen weniger Möglichkeiten, um uns zu entspannen. Das heißt, du bist ständig unter Stress eigentlich, ständig in negativen Emotionen. Und ich glaube, wir geben auch wenig Ruhe. Also ich denke mal, früher ist man auch einfach ins Bett gegangen. Und dann hat man halt geschlafen und wenn man nicht schlafen konnte, dann hat man halt nicht geschlafen. Heute werden wahrscheinlich 80% aller Menschen zu ihrem Handy oder zu ihrem iPad greifen und werden sich wieder ablenken, aber damit findet man ja, also dann lenkt man sich im Moment ab, aber man hat ja nicht das Problem gelöst, sondern man hat dann halt einfach seine E-Mails angeschaut und vielleicht ärgert man sich dann über was anderes. Als erstes hat man sich vielleicht über den Chef geärgert und ist so ins Bett gegangen und dann schaut man sich die E-Mails an und dann kriegt man eine blöde E-Mail von irgendeinem Freund oder einem Kunden oder sonst was und dann verschiebt man den Ärger und aber es ist ja nichts gelöst. Und ich glaube, wir sind auch wahnsinnig reizüberflutet einfach, weil wir nie Ruhe geben. Magst du vielleicht erklären, was der Stress im Körper auslöst, was der physikalisch und chemisch bewirkt? Also um überhaupt heilen zu können, müssen wir oder können wir nicht im Stress sein. Solange wir im Stress sind, heilt der Körper nicht. Das liegt daran, dass Hormone ausgeschüttet werden. Wir werden durch Stress auch sauer, also rein vom pH-Wert. Wir übersäuern, was wiederum sehr schlecht ist für Heilungsmechanismen, was schlecht ist auch für den Krebs. Also es wird ja davon ausgegangen, dass die Krebszellen im Sauren lieber oder besser existieren als im Basischen. Manche gehen so weit, dass sie sagen, im Basischen kann die Krebszelle gar nicht existieren. Und je mehr Stress wir anhäufen, desto weniger kommen wir eben in diesen Bereich, in dem wir heilen können. Und das hat auch mit unseren Gehirnströmen zu tun. Man hat ja auch festgestellt, dass auch Überzeugungen verändern. Das ist alles in der Meditation zum Beispiel in einem sehr ruhigen Zustand stattfindet. Und wenn wir den nicht haben, dann können wir da halt auch unheimlich wenig verändern. Und ja, deshalb ist es eigentlich die Voraussetzung dafür, dass wir heilen, ist, dass wir keinen Stress haben. Also es ist einmal wichtig, die Überzeugungen anzuschauen, weil die Überzeugungen oftmals auch ein Stressfaktor sind. Dann ist es wichtig, sein Leben aufzuräumen, um zu schauen, ja, was in meinem Leben stresst mich oder was bringt mich in negative Emotionen, die dann wiederum stressen. Und vielleicht magst du noch ein paar Tipps nennen, wie man also aus dem Stress rauskommt. Ich glaube, es ist unheimlich wichtig, dass man sich auch, das mögen natürlich die wenigsten, dass man sich anschaut, benutze ich meine Krankheit für etwas? Das finde ich ist ein ganz, ganz wesentlicher Faktor. Wir machen das natürlich nicht bewusst, aber wir machen das oft einfach unbewusst. Wir haben das auch oft als Kinder gelernt, dass unsere Eltern zum Beispiel mehr auf uns eingegangen sind, wenn wir krank waren, dass wir was Besonderes zum Essen bekommen haben, dass wir Aufmerksamkeit erhalten haben,
dass wir Dinge durften, die wir sonst nicht durften. Also ich sage jetzt mal mehr Fernsehen oder im Bett essen oder. Da gibt es ja so verschiedene Ideen, die Mütter oft ihren Kindern gegenüber haben und die sich dann schon auch bei uns manifestieren können. Und dann haben wir später im Leben die Idee, dass wir auch da eine Aufmerksamkeit erzeugen können. Oder wir drücken uns vor was. Also was wir auch oft als Kind lernen. Wir haben das Gefühl, da ist jetzt irgendwie eine Ex und wir haben nicht gelernt, wir sind nicht darauf vorbereitet oder es kommt irgendeine Prüfung, die wir nicht machen wollen, weil wir es irgendwie verschlampt, also weil wir nicht organisiert genug waren oder uns halt nicht vorbereitet haben. Und dann werden wir eben schnell krank. Und irgendwann kann es natürlich sein, dass sich sowas verselbstständigt. Und dass wir vielleicht das Gefühl haben, nicht genug Aufmerksamkeit zu bekommen oder uns nicht vielleicht auch minderwertig fühlen oder nicht wertvoll genug, dass man uns Aufmerksamkeit schenkt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in einer Beziehung bin und immer glaube, ich bekomme zu wenig Aufmerksamkeit oder mein Partner würde mich vielleicht verlassen, aber wenn ich krank bin, verlässt er mich sicher nicht, dann wird es auch schwierig zu heilen, weil wenn wir gleichzeitig die Angst haben, dass wir zum Beispiel verlassen werden, wenn wir geheilt sind, weil wir diese Überzeugung haben, dann ist es schwer zu heilen, weil wir einfach zwei Überzeugungen haben, die sich beide auf unsere Krankheit negativ auswirken. Und ich denke, das ist schwer und das möchte man natürlich auch nicht unbedingt sich damit auseinandersetzen, weil man sich dann auch schuldig fühlt. Aber es geht eigentlich nicht um die Schuld, sondern es geht nur darum, überhaupt mal Mechanismen zu erkennen und das dann abzustellen, um halt auch zu gesunden. Und oft ist es so, dass wir das automatisch machen und es zum Beispiel gar keinen Grund mehr gibt. Also wir sind vom Partner schon getrennt, wir brauchen gar keine Aufmerksamkeit mehr oder wir sind schon groß und niemand muss uns irgendwie was kochen. Manche werden auch krank zum Beispiel, wenn sich die Eltern streiten, weil die Eltern dann meistens aufhören, sich zu streiten, wenn die Kinder krank sind, weil dann haben die Eltern eine gemeinsame Sorge und dann ist kurz Friede im Haus. Und manche Kinder übernehmen das dann und dann sind sie erwachsen, die Eltern sind vielleicht schon getrennt, verstorben und das Programm läuft immer noch einfach ab. Und es bringt gar niemanden mehr was. Und ich glaube, das ist einfach wichtig, da hinzuschauen. Also ich habe mich auch schon selbst ertappt mal bei dem Gedanken, es wäre einfach mal schön, wenn man so 10 Tage in der Altenpflege durchgeackert hat, unter Dauerstress sich entspannen zu können. Ja, aber dann kannst du entweder sagen, ja, okay, ich will jetzt mal krank werden oder so, ne? Oder man gönnt sich, so wie ich das dann gemacht habe, einfach mal einen Monat Freistellung. Ich habe dann einen Antrag gestellt und habe gesagt, ich will einfach mal einen Monat Pause machen. Ja, genau. Also es muss nicht die Krankheit die Lösung sein, aber ich kenne den Gedanken, dass man sagt, ja, okay, jetzt wäre es praktisch. Genau. Ja, oder ich möchte mal den ganzen Tag im Bett liegen. Ja. Ja, und da muss man einfach anfangen, ehrlich zu sein und sich dann vielleicht auch diese Zeit im Bett zu gönnen. Oder sagen, jetzt mache ich mal 3 Tage gar nichts und ich antworte niemanden und ich mache mit niemanden was und ich gehe auf kein Fest und ich treffe niemanden, weil ich will im Bett liegen und meine Ruhe haben. Ja, aber oftmals ist es ja auch so, wenn man in einem gestressten Umfeld sich aufhält und dann ja, vielleicht in einem Job ist, der extrem viel Zeit frisst, dann denkt man sich, ja, ich möchte meine freien Tage, die wenigen freien Tage, die ich habe, möchte ich auch nutzen für Freizeitaktivitäten. Ja, natürlich, man will seine Freunde sehen und man will und man will und man will und ehe man sich versieht, ist man da in so einem Circulus Viciosus und kommt dann gar nicht mehr raus und wird eigentlich immer nur noch gestresster. Und ich glaube, da muss man halt einfach sehr ehrlich hinschauen, also. Ja, am Schluss würde ich gerne noch auf das Thema Annehmen und Loslassen eingehen. Das finde ich immer so ein bisschen sehr abstrakt, wenn man sich vorstellt, ja, ich muss das jetzt annehmen und dann loslassen. Ich verstehe nicht so richtig, was damit gemeint ist. Ich denke, dass es unheimlich wichtig ist, dass man in diese Gefühle, die man da hat, reingeht. Und dass man also auch bei so einer Krankheit, dass man die Möglichkeit des Todes zum Beispiel, dass man die tatsächlich fühlt und dass man auch darüber nachdenkt. Also dass man jetzt nicht die ganze Zeit auf der Flucht vor diesem Gedanken ist,
sondern dass man da reingehen kann, sich das anschauen kann, auch klar machen kann, was es für einen bedeutet. Und so wie eben Josef Ulrich immer so schön sagt, den Rucksack packt für diese letzte Reise, um ihn dann auch in eine Ecke stellen zu können. Aber man hat sich mal damit auseinandergesetzt. Man weiß, was man sich vorstellt. Man hat das Gefühl, es ist praktisch geplant und auch abgeschlossen. Und man hat eine Idee entwickelt, was passieren könnte, wenn man stirbt, um das Thema dann auch ruhen zu lassen. Und bedeutet annehmen, ganz aus der Kampfhaltung rauszugehen? Im Endeffekt, man möchte ja die Krankheit loswerden und dann ist man oftmals auch in der Kampfhaltung. Wie findet man dann die Balance? Ich denke, man muss halt auch immer darauf achten, ob einen dieser Kampf stresst. Ich glaube, wir haben verschiedene Phasen in so einer Krankheit oder auch im Leben. Manchmal ist es unheimlich wertvoll, kämpferisch auf etwas zu reagieren, auch um, ich weiß nicht, damit die Luft rausgeht und damit man sich aufregt und laut schreit und also einfach sehr kämpferisch zu sein, um dann auch wieder damit aufhören zu können. Also das, glaube ich, ist einfach sehr wichtig. Aber insgesamt, also wenn diese Phase dann vorbei ist, denke ich, dass es einem leichter fällt, wenn man den Krebs auch als einen Teil von sich ansieht. Also es gab ja mal diese Bewegung, Krebs ist ein Arschloch, oder die gibt es ja immer noch. Und das finde ich jetzt sehr schwierig, weil ich denke, dass diese, egal welche Erkrankung, dass sie uns zum einen was sagen möchte und dass sie auch immer eine Chance sein kann, irgendwie unser Leben nochmal anders zu betrachten und dass wir auch an diesen Krankheiten wachsen können. Und wenn wir sie eben nur ablehnen oder verdammen oder sie als Arschloch bezeichnen, dann ist es ja immer ein Teil des Körpers. Also unser Körper hat ja die Krebszelle ausgebildet. Das heißt, wir lehnen ja auch einen Teil von unserem Körper ab. Und insofern halte ich das irgendwie eher für eine schlechte Idee. Also natürlich kann man eine Zeit lang kämpfen, man kann wütend sein, man kann auf die Situation wütend sein. Und das sind mit Sicherheit alle Krebskranken. Alle fragen sich irgendwann, warum ich und warum nicht irgendwie ein ganz böser Mensch? Warum hat nicht irgendwie Hitler Krebs gekriegt? Warum kriege ich Krebs? Also man fängt ja dann mit solchen Dingen an. Und da geht es, glaube ich, also das ist schon wichtig, dass man das hat und dass man das empfindet, aber dann muss man das auch irgendwann mal annehmen und loslassen, weil man sich sonst dauernd selbst bekämpft, weil man auf eine gewisse Art diese Krankheit, ich will jetzt nicht unbedingt sagen, dass man sie erzeugt hat, aber man hat eben auch nichts dagegen getan, dass sie entstanden ist. Und da ist es auch wichtig, dass man mit sich ins Reine kommt und sich da nicht für verdammt und dann auch wieder in den Stress fällt. Also das gibt es ja auch, dass die Leute dann oder die Menschen anfangen, die ganze Schuld auf sich zu nehmen und sagen, nur weil ich so und so war, habe ich jetzt das und das gekriegt und jetzt bin ich so arm und muss sterben. So komme ich natürlich auch nicht raus. Und deshalb finde ich eben dieses Annehmen und die Situation erkennen, zu sagen, okay, so ist sie, so fühlt sie sich an, so fühle ich mich in dieser Situation. Das ist auch wichtig, dass man das erkennt und dass man sich dann nicht gleich ablenkt. Aber dann kann man eben auch sagen, gut, jetzt weiß ich das, jetzt habe ich mir das angeschaut und jetzt geht's weiter, jetzt kann ich das loslassen und kann nach vorne blicken. Unser Körper kann ja immer heilen. Wir haben nur oft einfach vergessen, dass er heilen kann und dass wir wieder in dieses Vertrauen kommen, dass wir das eben können. Und da ist es, denke ich, auch wichtig, uns und unsere Gedanken zu beobachten, weil wir uns eben sehr oft auch dann sabotieren und dann uns meinetwegen zurückerinnern an irgendwelche Kindheitsereignisse, wo wir etwas nicht konnten und uns immer wieder beweisen, dass wir was nicht konnten. Also das bringt uns nicht weiter, wenn wir krank sind, wenn wir dann sagen, okay, schon meinen Freischwimmer habe ich nicht geschafft. Wie soll ich dann jetzt gegen den Krebs ankommen? Natürlich ist es wichtig, dass man mal dieses Gefühl sich anschaut, aber dann muss man es eben auch loslassen und sich nicht immer im Kopf alte Geschichten wieder hochholen, in denen man sich dann eigentlich nur schlecht fühlt, sondern
sondern sich andere Beispiele holen und auch mal überlegen, was habe ich geschafft? Und sich daran erinnern und auch mal daran erinnern, was hat der Körper geschafft? Also wir alle hatten schon mal eine Grippe, die wir überlebt haben. Viele von uns haben einen Knochen gebrochen gehabt und der ist wieder geheilt. Und das stellen wir auch gar nicht in Frage, sondern dann sagen wir einfach, ja, ja gut, der heilt. Aber wenn wir jetzt mal genau darüber nachdenken, dass jetzt meinetwegen ein durchgebrochener Arm, der einfach irgendwie so rumhängt, dass der wieder zusammenwachsen kann, das ist ja im Grunde ein Wunder. Da machen wir uns aber keine Gedanken. Aber dieses Wunder, das nehmen wir einfach an und sagen, naja, so ist es. Aber eine Krebsheilung ist was ganz was anderes. Aber wenn man das genauer betrachtet, dann ist es nichts ganz anderes, sondern wir bewerten es nur anders. Also dieser Knochenbruch, genauer betrachtet, ist auch ein enormes Wunder. Das ist auch das Thema Dankbarkeit nochmal ganz wichtig, ja, dass man dem Körper gegenüber auch eine Dankbarkeit entwickelt, weil wir kämpfen ja täglich gegen Krebszellen mit Erfolg. Ja, und es sich auch daran erinnert, dass der Körper das eben immer konnte, bis wir dann eben erkrankt sind. Und auch wieder dieses Vertrauen in unseren Körper dass er die Fähigkeit hat und dass er eben bis dahin auch funktioniert hat. Und dann vielleicht auch mal ehrlich überlegen, warum hat es denn dann aufgehört? Also hat es irgendwas mit unserem Leben, mit unseren Ideen zu tun? Mhm. Und ich denke, da können wir eben auch unheimlich viel verändern. Also da haben wir selbst eine wahnsinnige Möglichkeit und auch eine unheimliche Stärke. Mhm. Ich möchte zum Schluss noch einen Abschnitt aus deinem Buch vorlesen. Es geht nicht darum, diese Zustände mit gut oder schlecht zu bewerten, sondern für sich zu erkennen, ob sie einem Stress und Unwohlsein oder Freude und Zuversicht bringt. Und irgendwie hat mich das total zum Nachdenken gebracht, weil oftmals ist es ja so, wir stressen uns ja bei der Diagnose. Also wenn man eine Diagnose hat, stresst man sich ja alleine schon durch die Diagnose, dann durch die Prognose. Dann dadurch, dass es so viele Therapieangebote gibt, man gar nicht weiß, was man jetzt, ja, wohin man schauen soll, wohin man gehen soll, in welche Richtung. Und das hat mich irgendwie so zum Nachdenken gebracht, dass man ja einfach in sich reinfühlt und guckt, was löst das in mir aus? Ich glaube, da muss man einfach mal in sich gehen und schauen, wie sehe ich das? Und auch auf die Intuition vertrauen. Und ich glaube, dass wir oft die Intuition vergessen haben oder verloren haben. Und das ist im Moment auch unsere Gesellschaft einfach kennzeichnet, weil wir schon in unserer Kindererziehung oft den Kindern nicht zutrauen, dass sie das wissen, auch was sie essen. Also man weiß ja, Tiere leben ja viel mehr in der Intuition. Wenn Tiere krank sind, dann essen sie oft nicht, weil das gut für ihren Organismus ist. Sie machen praktisch ein Interimsfasten oder ein Kurzzeitfasten. Und was wir oft machen ist, wenn Kinder krank sind, dann sagen wir, obwohl die keinen Hunger haben, iss doch, du brauchst doch Kraft. Weil wir eben nicht an diese Intuition glauben und weil wir nicht den Eindruck haben, dass der Mensch einfach weiß, an was liegt es denn. Und eigentlich, vielleicht erinnern wir uns oft, dass wenn wir zum Beispiel uns den Magen verderben, dann wissen wir oft ganz genau, was es war. Also dann denken wir, oh Gott, das Stück Fisch, ich möchte nie wieder Fisch essen oder ich möchte nie wieder eine Bratwurst. Und dann wissen wir das und da können wir auf unser Gefühl vertrauen und eigentlich müssen wir da wieder zurückkommen, dass wir aus unserem Bauchgefühl heraus handeln. Und ich glaube, das ist gerade bei den Krebstherapien heute, dass es ein Riesenproblem ist, dass die Patienten fangen was an und dann lesen sie irgendwo was und dann denken sie sich, oh Gott, vielleicht ist die Chemotherapie doch nicht mein Weg. Oder, oh Gott, jetzt esse ich vegan, aber eigentlich bringt Fleisch doch Kraft. Ich brauche eine Kraftbrühe, ich brauche eine Fleischbrühe. Und dann springen sie wieder. Oder dann haben sie die Idee, sie nehmen das oder sie machen das. Und dann am Schluss wissen sie eigentlich gar nicht mehr, was sie eigentlich wollen. Und haben auch immer ein schlechtes Gewissen,
wenn sie dann eine Therapie verlassen haben und denken, oh Gott, vielleicht wäre jetzt die Amygdalin-Therapie meine Therapie gewesen oder vielleicht wäre die Vitamin-C-Therapie meine gewesen, vielleicht wäre die Chemotherapie was gewesen. Oder viele Patienten sind in der Chemotherapie und denken, vielleicht hätte ich mich erst bestrahlen lassen sollen. Und so geht es immer hin und her und schwächt einen. Und ich glaube, da ist es wichtig, dass man so seine eigenen Überzeugungen auch sich anschaut, dass man weiß, was man will und dass man sich entscheidet. Und wenn dann diese ganzen Zweifel kommen, dass man auch lernt, die dann loszulassen und zu bearbeiten, um dann eben irgendwie volle Fahrt vorausgehen zu können. Mhm, egal, was man macht. Also ich denke, das ist genauso wichtig, ob man sich jetzt schulmedizinisch behandelt, ob man sich homöopathisch behandelt, ob man die traditionell chinesische Medizin wählt. Das ist ganz gleichgültig. Man muss irgendwie immer wissen, da geht's lang und dem vertraue ich auch. Das schließt jetzt aber nicht aus, dass man auch während der Therapie irgendwie die Therapie anpassen darf. Ja, also das heißt jetzt nicht, dass man einen festgefahrenen Weg da beschreitet, sondern es geht auch darum, während dem Weg immer wieder in dieses Bauchgefühl, in diese Intuition zu hören. Ja, was macht das jetzt gerade mit mir? Ja, und sich dann auch den Mut zu haben und zu sagen, okay, das ist doch nicht meins. Das sollte man jetzt natürlich nicht einmal in der Woche machen, ja, aber man sollte natürlich auch den Mut haben und auch vielleicht über den Tellerrand drüber hinwegschauen. Also oft, man beobachtet oft Patienten, die sind extrem alternativ und dann kann ihnen die Schulmedizin doch mit was helfen. Oder andere Patienten, die werden von der Schulmedizin austherapiert und durch diesen Begriff austherapiert oder diese Aussage des Arztes öffnen sie sich anderen Wegen und manchmal ist das die große Chance. Ja, vielen Dank für die hilfreichen Impulse. Ich danke dir. Und ich würde gerne noch auf deine momentanen Aktivitäten für Krebspatienten und Angehörige eingehen. Du machst ja diese Gesprächsrunden mit der Bettina. Magst du da vielleicht noch ein bisschen was zu sagen? Wir machen sowohl für Angehörige als auch für Krebspatienten machen wir online Zoom-Abende oder Vormittage, also es sind immer 90 Minuten. Da treffen wir uns in einer sehr kleinen Gruppe und da geht es darum, dass jeder fragen kann, was auch immer er fragen möchte. Also es geht oft nicht jetzt um einzelne Therapieideen, sondern es geht eher darum, wie man damit umgegangen ist. Wie geht man damit um, wenn man plötzlich doch innere Widerstände hat? Wie fängt man wieder an, auch auf sich zu achten, auf seine Intuition zu achten? Und gerade in so einer kleinen Gruppe von Menschen, die alle betroffen sind, da kann man natürlich auch offen sein. Und oft tut es alleine nur gut, wenn man merkt, also die kommen auch aus jeder Therapierichtung. Wir haben alle Therapierichtungen da drin sitzen. Und es tut oft, glaube ich, also zum Beispiel auch alternativen Patienten tut es gut zu sehen, dass Menschen, die jetzt gerade eine Chemotherapie machen, die gleichen Zweifel haben. Also das heißt nicht, wenn ich jetzt eine Therapiewahl gefunden habe, dass ich nicht auch mal Zweifel habe oder dass ich mit irgendwas nicht zurechtkomme. Weil oft hat man ja so dieses Gefühl, ach, hätte ich den anderen Weg gemacht, dann wäre das nie passiert. Und es kann einem einfach gut tun, wenn man merkt, alle haben Zweifel. Jeder hat mal einen dunklen Tag. Und wenn man darüber sprechen kann und oft, wenn andere was erzählen, dann fällt einem das selbst bei sich auf. Also über was man gar nicht nachgedacht hat, das fällt einem dann plötzlich auf und man bekommt neue Ideen. Und ich glaube, das ist unheimlich wertvoll, zum einen zu sehen, dass es Bettina und ich geschafft haben, dass es also möglich ist, dass es diese Menschen ganz in echt gibt, dass man denen Fragen stellen kann und dass die nicht aus irgendeinem Buch oder irgendeinem vom Fernseher kommen, sondern dass die da echt sind und dass die auch nicht immer stark waren und dass die auch ihre schlechten Tage hatten und
Also weder Bettina noch ich sind wie Superman durch unsere Wohnungen geflogen und haben irgendwie den Krebs weggeschüttelt. Also wir hatten auch unsere Zweifel und wir mussten auch einiges dafür tun oder haben einiges dafür getan, um dann wieder gesund zu werden. Und ich glaube, dieser Austausch, der ist unheimlich wertvoll. Und wir stellen auch immer wieder fest, dass wir in der Gruppe sehr wertfrei sind. Und dass viele sagen, es wäre eigentlich schön, wenn das immer so wäre, wenn ich einfach mal zu jemandem sagen könnte, so ist es, ohne dass er sofort sagt, ach, dann mach doch einfach die Therapie und ach, die Frau Huber, die macht es doch auch so. Und einem auch wieder so einen Vorwurf machen, sondern dass man einfach in einer Gruppe ist, wo man das weiß und wo man auch weiß, wenn man mal sich schlecht fühlt oder mal einen Zweifel hat, dass das ganz normal ist. Und wir stellen oft fest, dass man als Krebspatient, und da ging es mir auch nicht anders, dass man gar nicht so genau weiß, was man so will, sondern man ist erstmal überrollt von dieser Diagnose. Und wenn man dann gefragt wird, warum möchtest du denn leben, dann denkt man immer, naja, es ist doch ganz klar, dass ich leben will. Aber was man so genau will und was die Stärken sind, welche Wünsche man hat, das weiß man oft nicht. Es geht auch nicht darum, dass irgendjemand unseren Weg gehen soll, überhaupt nicht. Aber man soll einfach sich seinen eigenen Weg erschaffen, der für einen selbst gangbar ist, und man soll auch dieses Gefühl wieder gewinnen, dass man sich diesen Weg bereiten kann und dass man den Weg auch gehen kann. Ja, wunderbar. Ja, vielen Dank für das Interview. Ich danke dir. Und vielen Dank für deine Zeit. Ja, ich danke dir für deine. Schön war's.